Du erntest Gemüse im Garten, als du plötzlich etwas Großes, Rundes entdeckst. Es ist von Erde bedeckt und du gräbst es aus. Es ist ein riesiges Ei, größer als ein Straußenei. Aber du hast gar keine Hühner oder Enten. Und selbst wenn, keines dieser Tiere könnte so ein monströses Ei legen. Du hebst es auf, es scheint echt zu sein. Du nimmst das Ei mit ins Haus und bastelst dir einen Brutkasten. Ein paar Tage vergehen, aber nichts passiert. Du lebst dein Leben weiter und vergisst das Ei. Du hast den ganzen Tag im Garten gearbeitet und willst nichts weiter als ein heißes Bad und Abendessen. Beim Essen hörst du ein Geräusch in dem Zimmer mit dem Brutkasten. Aber du ignorierst es, weil du denkst, dass vielleicht nur Mäuse herumrennen. Doch dann wird das Geräusch lauter. Du gehst nachzusehen und wirst Zeuge, wie die Eischale platzt. Nach wenigen Minuten schaut etwas heraus. Du schnappst dir dein Handy und filmst alles. Ein winziges Reptil steckt seinen Kopf durch die zerbrochene Schale und inspiziert seine Umgebung. Du bist völlig perplex. Du setzt dein Handy in eine spezielle Halterung, um alles weiter filmen zu können. Nebenbei recherchierst du auf deinem Laptop, was für ein Reptil das sein könnte. Das Wesen hat keine lange Schnauze wie ein Krokodil. Es sieht auch nicht wie ein Komodowaran aus. Du gehst zurück zu deinem Essen und fütterst das Reptil mit einem Rest Hackbraten. Es verschlingt die Nahrung in einem Bissen. Am nächsten Tag baust du ein Terrarium für dein neues Haustier. In den folgenden Wochen dokumentierst du sein ganzes Leben. Du nennst das Reptil Buster. Das Tier ist bereits auf die Größe eines Hundes herangewachsen. Es kann schnell rennen und ziemlich hoch springen. Vielleicht ist es eine neue Reptilienspezies. Aber es kriecht nicht wie Krokodile oder Echsen. Es hat zwei winzige Ärmchen und kräftige Beine. Der Kiefer mit den rasiermesserscharfen Zähnen ist überproportional groß. Dein Freund besucht dich, um einen Film zu schauen. Irgendwann kommt dein Haustier ins Wohnzimmer und zerpflückt die Möbel. Dein Freund flippt aus und schreit Dinosaurier! Du beruhigst ihn und bringst den Dino in die Garage. Dann erklärst du, wie du zu dem Tier gekommen bist. Er empfiehlt dir, Spezialisten zu kontaktieren. Am nächsten Tag gehst du mit Buster zum Tierarzt und nimmst im Wartezimmer Platz. Du hast dein Tier in einem Käfig, damit es niemand sehen kann. Aber dein Dino fängt an zu knurren. Viele Leute nehmen ihre Haustiere und entfernen sich von dir. Endlich bist du in der Reihe. Als du Buster dem Tierarzt präsentierst, ist er schockiert. Er setzt das Tier auf den Untersuchungstisch und sieht es sich genau an. Scharfe Zähne und Krallen, schuppige Haut. Der Tierarzt klärt dich auf, dass du 3 Wochen lang einen T-Rex großgezogen hast. Er zieht weitere Spezialisten zu Rate. Das nächste, an das du dich erinnerst, sind eine Rudel Wissenschaftler, die Buster untersuchen. Du beobachtest nervös, wie sie DNA-Proben nehmen. Sie bitten dich sogar um dein Filmmaterial. Nach mehreren Stunden bestätigen sie dir, dass du tatsächlich einen Dinosaurier hast. Sie müssen Buster für weitere Untersuchungen im Labor behalten. Also gehst du heim, fühlst dich allerdings ein wenig einsam. Ein paar Jahre vergehen. Du hast deinen Abschluss in Paläontologie gemacht und dich auf T-Rexe spezialisierst. Du arbeitest in dem Labor, in dem Buster aufgewachsen ist. Außerdem unterrichtest du an der Universität und hast ein Buch veröffentlicht, Mein T-Rex Buster. Es ist ein Bestseller. Eines Tages kommst du von der Uni heim und schaltest den Fernseher ein. In den Nachrichten wird berichtet, dass eine monströse Kreatur aus einem Labor außerhalb der Stadt ausgebrochen ist und frei herumläuft. Sie demonstrieren Fußabdrücke, die in den Wald führen. Das Labor ruft an und bittet dich, so schnell wie möglich vorbeizukommen. Die Forscher erzählen dir, was passiert ist und bitten dich, sie bei der Suche nach dem Dino zu begleiten. Du ziehst einen speziellen Schutzanzug an und steigst in ein Jeep. Nach ein paar Stunden kommt ihr an der Stelle an, wo Buster zuletzt gesehen wurde. Du steigst aus und folgst den Spuren, aber der Regen hat sie fast vollständig verwischt. Die Wissenschaftler versuchen ihn mittels seines Senders zu orten, aber es funktioniert nicht. Sie legen Futter aus, um ihn anzulocken. Doch auch nach mehreren Stunden ist Buster nirgends zu sehen. Es ist bereits nachts, als sie in der Ferne Geräusche hört. Plötzlich sind alle hellwach und in Alarmbereitschaft. Ihr versteckt euch und wartet. Ein riesiger Schatten in Größe eines Schulbusses nähert sich aus der Dunkelheit. Ein ausgewachsener T-Rex ist bis zu 12 Meter lang und 3,5 Meter hoch. Diese Riesenechse nähert sich dem Fleisch und schnüffelt. Doch kurz darauf läuft das Tier davon. Alle springen aus ihrem Versteck und versuchen dem Dino zu folgen.
Im Fleisch war eine spezielle Substanz, um das Tier zu betäuben, um ihn leichter zurück ins Labor bringen zu können. Aber der Dinosaurier war clever genug, den Verrat zu riechen. Trotz seiner Größe ist der T-Rex relativ langsam. Er bewegt sich nur mit knapp 20 km pro Stunde und hat nicht mal gegen einen Menschen eine Chance. Aber irgendwann überquert Buster einen reißenden Fluss und verschwindet im Wald. Niemand ist darauf vorbereitet, ein solches Hindernis zu überwinden. Also muss das gesamte Team einen Umweg über die Berge machen. Mit all der Ausrüstung, die für das Einfangen des T-Rex benötigt wird, ist es ein schwieriger Aufstieg. Von den Bergen aus kann man fast den ganzen Wald überblicken. Das mächtige Reptil zieht nach Norden. Alle wollen so schnell wie möglich auf die andere Seite des Berges, aber dann rutscht ein Teammitglied ab und stürzt. Wie gut, dass das Sicherheitsseil sie hält. Du ziehst die Frau zurück auf den Weg. Ihr geht weiter, bis sie an eine Höhle kommt. Alle setzen Helme mit Lampen auf und gehen hinein. Je tiefer ihr in die Höhle geht, desto kleiner wird sie. Schließlich müsst ihr sogar kriechen. Die Kanten sind scharf und überall ist Wasser. Man kann sich leicht verlaufen. Auf einmal erzittert die Höhle. Alle beeilen sich und zwängen sich durch die engste Stelle. Endlich seid ihr am anderen Ausgang angekommen. Ihr stellt fest, dass die Höhle gewackelt hat, weil der T-Rex um den Berg gestapft ist. Er erspäht euch und kommt auf euch zugelaufen. Alle verfallen in Panik und rennen zurück in die Höhle. Der T-Rex kommt bei euch an und versucht nach jemandem zu schnappen. Doch da sind schon alle sicher in der Höhle. Dann brüllst du, Buster! Das scheint das Ungeheuer zu beruhigen. Du verlässt die Höhle, auch wenn alle versuchen, dich davon abzuhalten. Du stellst dich dem Biest. Es starrt dich an. Du näherst dich langsam und vermeidest abrupte Bewegungen. Jemand in der Höhle japst nach Luft. Das lässt Buster zusammenschrecken. Er scharrt und brüllt, aber du bist immer noch da und versuchst ihn zu beruhigen. Schließlich wird er ruhiger und nähert sich dir. Du legst deine Hand auf seinen Kopf und streichelst ihn. Nach wenigen Sekunden tritt in der Höhle jemand auf einen Stock und es knackt laut. Der T-Rex schreckt zurück und läuft davon. Du bist stinksauer. Jetzt musst du ihn erneut aufspüren. Nachdem er so viele Stunden im Wald verbracht hat, geht die Sonne auf. Alle sind erschöpft und kurz vorm Zusammenbruch. Du beschließt, erstmal aufzugeben und heimzugehen. Doch sobald sich dein Team am Jeep versammelt, erhaltet ihr eine Benachrichtigung, dass ein riesiger T-Rex durch die Stadt rennt. Ein Hubschrauber holt euch ab. Da nicht für alle Platz ist, bleiben ein paar Teammitglieder zurück und warten auf den nächsten Helikopter. Der T-Rex stampft durch den Verkehr. Die Menschen auf den Straßen rennen um ihr Leben. Dutzende Nachrichtensender filmen den Vorfall. Unzählige Menschen posten das Ereignis in den sozialen Medien. Der Dino trampelt in das Einkaufszentrum und zerstört alles. Dein Heli landet und du steigst aus. Du überlegst krampfhaft, wie du das Tier beruhigen könntest. Du rennst in das Einkaufszentrum. Aber der T-Rex hat es schon wieder auf der anderen Seite verlassen und ist entkommen. Du verfolgst ihn. Doch plötzlich bekommst du einen Anruf. Deine Teammitglieder, die im Wald zurückgeblieben sind, haben deinen T-Rex gesichtet. Als Beweis zeigen sie dir ein Live-Video. Das bedeutet, in deinem Land laufen zwei gigantische Reptilien frei herum.